Die Kommunikation zwischen Systemen, Menschen und Maschinen wird dank neuer Technologien immer besser. Das gilt auch für die Fertigungsindustrie. Doch viele Unternehmen tun sich nach wie vor schwer mit der Digitalisierung. Wie es gelingen kann, transparenter zu werden, die Produktivität zu erhöhen und Kosten zu sparen, darüber spreche ich heute in Frankfurt mit Eugen Bollinger. Er ist Mitglied im Managementteam von TDM Systems. Mein Name ist Martin Roos. Willkommen bei The Business Debate. Herr Bollinger, herzlich willkommen. Die Fertigungsindustrie gilt als eine konservative Branche. Wie weit ist sie in Sachen Digitalisierung? Sie werden erstaunt, wenn Sie heute auf eine Messe gehen oder ein Event besuchen, in dem Zerspaner Fertigungsunternehmen tätig sind, werden Sie das Thema Digitalisierung, Internet of Things oder Industrie 4.0 an jedem Stand sehen. Das heißt, es ist ein maßgebliches Thema für alle Anbieter, hier präsent zu sein und die Vernetzung der Maschinen und der entsprechenden Systeme voranzutreiben. Vernetzung, das gab es auch vor 20, 30 Jahren schon in der Fertigungsindustrie, das ist nicht neu. Was ist denn dann neu? Das ist absolut richtig. Das heißt, das Thema beschäftigt mich meine komplette Berufslaufbahn. Das heißt, wir haben früher bereits natürlich Vernetzungen realisiert auf Projektebene. Heute unterscheidet sich das einfach dadurch, ich habe die technischen Möglichkeiten, Dinge zu tun, die konnte ich früher nicht realisieren. Ich habe entsprechende Rechnerperformance, ich habe schnelle Datennetze, ich habe die Möglichkeit, analytische Auswertungen durchzuführen. Und damit habe ich in der Zukunft oder auch heute schon Möglichkeiten, von denen wir früher nur geträumt haben. Sie sind ein Softwareanbieter in dieser Branche. Was sind Ihre Lösungen? Wie sehen Ihre Angebote aus? Das ist richtig. Wir sind Anbieter von Software für die Verwaltung von Werkzeugen. Das heißt, wir haben ein Datenbanksystem, das die Informationen eines Werkzeugs entsprechend speichert und diese Informationen dann mit den Systemen und den Maschinen im Fertigungsbereich teilt. Also, Sie produzieren nicht Werkzeuge, Sie verwalten Werkzeuge. Heute haben Sie eins mitgebracht. Was ist das genau? Die meisten, die Werkzeug hören, denken erstmal ein Hammer, vielleicht ein Meißel oder ein anderes Werkzeug. Wir stellen Werkzeuge oder wir verwalten Werkzeuge, die im Fertigungsumfeld in der Maschine eingesetzt werden. Das heißt, das sind Bearbeitungszentren, die für Dreh-, Fräs- oder Bohroperationen eingesetzt werden. Und so ein Werkzeug ist aus verschiedenen Bestandteilen oder in verschiedene Bestandteile aufgebaut. Sie haben einen Schneidenkörper mit entsprechenden Schneidplatten, Sie haben eine Verlängerung und eine Aufnahme. An dieser Stelle wird das Werkzeug in der Maschine an der Spindel befestigt, rotiert dann entsprechend und hat auch entsprechende Kräfte, die es ausübt, wenn Sie die Metallteile hier produzieren oder entsprechend bearbeiten. Also man braucht das richtige Werkzeug zur richtigen Maschine am richtigen Ort. Wie sieht heute eigentlich ein Fertigungsprozess aus? Unsere Produkte werden eingesetzt in den Bereichen Luftfahrt, genauso wie allgemeiner Maschinenbau, Automobilindustrie oder beim normalen Lohnfertiger, der vielleicht irgendwelche Teile oder Komponenten herstellt. Gehen wir mal davon aus, wir wollen einen Teil von einem Motor oder von einem Zylinderblock oder einem Hydraulikgehäuse produzieren, dann kommt ein Auftrag. Das Teil ist vielleicht noch nicht konstruiert. Das heißt, der erste Schritt, ich zeichne das in meinem CAD-System. Wenn ich hier bereits die richtigen Werkzeuginformationen berücksichtige, kann ich maßgeblich Kosten einsparen, die sich durch die gesamte Prozesskette dann entsprechend fortpflanzen. Danach gehe ich in die Programmierung. Im Programm selbst benötige ich Werkzeuginformationen und kann dann die entsprechende Technologie bereits aus der Werkzeugdatenbank, also meiner Know-how-Datenbank, konsumieren und im Programm berücksichtigen. Wenn das Programm dann soweit ist und in die Fertigung kommt, kann ich es zielgerichtet und komme an den Punkt mit das richtige Werkzeug zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort einstellen und zur Maschine bringen und damit meine Prozesse maßgeblich beschleunigen und auch effizienter gestalten. Sie haben die Kostenersparnisse angesprochen. Was sind genau die Vorteile für die Kunden? Also Effizienz, Kostenersparnisse, wie hoch sind die? Wenn Sie unser System einsetzen und zielgerichtet Ihre Prozesse mit Ihrem Gesamtablauf optimieren, können Sie bis zu 30% Werkzeugkosten einsparen. Das ist eine signifikante Nummer. Und genauso, was vielleicht noch wichtiger sogar ist, Sie können Ihre Maschinenauslastung, damit Ihre Effizienz um bis zu 20% steigern. Die Branche ist also schon digital. Es geht aber noch digitaler. Was glauben Sie, wie wird das Szenario in 5 bis 10 Jahren aussehen? Wo geht die Reise hin? Das heißt, wenn wir den Markt heute anschauen, dann ist es noch sehr stark bestimmt davon, dass eben Spezialisten für Spezialisten tätig sind. Wir sehen aber den ganz klaren Trend, dass hier die Systeme einfacher werden müssen, dass wir unsere Software hier auch zielgerichtet momentan vereinfachen, sodass jeder in der Zerspanung das einsetzen kann. Und zeitgleich sind wir auch dabei, hier sowohl neue Maschinen als auch Bestandsmaschinen in diese Systeme integrieren zu können. Also innovativ, transparenter, einfacher. Wir hoffen, es gelingt. Herr Bollinger, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.